Dieser Eishockeysommer wird heiß, richtig heiß. 7 packende Duelle am Grill. Die Krefeld-Pinguine gegen die Iserlohn Roosters. Summertime ist doch Grillzeit. Also ist wieder Zeit für die Penne DEL Grillmeisterschaft. Und hier wird schon gewerkelt. Guck mal, nicht nur stark beim Putzen, sondern auch am Grill. Ne? Stefan Ziemann, ja? Unser Profi. Was gibt's heute? Heute machen wir den Klassiker schlechthin, Spare Ribs. Spare Ribs, Coleslaw-Salat, bisschen Potato Wedges dazu und vorneweg einen kleinen Chia-Butter-Paprikasalat. Super. Grill super. Ist schon heiß, merke ich hier. Ja. Und ach, Lasse Kopitz, der Mann für die messerscharfen Einschätzungen. Krefeld gegen Iserlohn, was erwartest du heute? Ja, wir haben heute das Duell der Rookies gegen die erfahrenen Spieler, gegen unsere Veteranen in der Liga. Ich bin mal gespannt. Das sind dabei für Iserlohn Andi Jenicke und Thorsten Ankert und für Krefeld Philipp Maß und Luca Hau. Und wir schauen uns wie immer erstmal an, wie die ihren Einkauf bewältigt haben. Jetzt werden die Hühnchen gerupft. Countdown läuft. Auf Anki, los geht's. Gegen Krefeld haben wir noch nie verloren. Erlaubt, Brauch, hast du völlig recht. Direkt vorbeigerannt. Ich hätte lieber Hähnchen gegrillt, wenn wir schon gegen die Roosters kämpfen. Aber die Krefeld haben hundertprozentig Eis mitgenommen. Ja. Obwohl der Eis nicht deren Stärke ist. Ne? Was ist denn der Unterschied da? Ja, nimm einfach die. Toll. Für Krefeld wird's reichen. Ist ja Olivenöl. Traum hier einzukaufen. Also wenn du hier nichts findest, bist du ziemlich doof. Ne? Das von den Krefeldern wird hundertprozentig nichts, da müssen wir für die mitkochen. Aber ganz entspannt jetzt zur Kasse. Edgeworth! Ich hoffe, wir haben alles. Ich hoffe auch. So, kann losgehen. Bist du bereit, Stefan? Kann losgehen. Hey, wunderbar. Leute, mit Essen spielt man nicht. Heute kochen Routiniers gegen Rookies. Und hier sind zusammen 28 Jahre DEL-Erfahrung die Iserlohn Roosters. Jetzt kommen die Jungspunte gemeinsam im ersten DEL-Jahr. Hier sind die Krefeld-Pinguine. Einmal kurz, wie viele Spiele habt ihr schon gemacht in der DEL? Ganz frisch dabei? 29 Spiele habe ich gemacht. Ich habe 2 gemacht. 2? Wie lange bist du schon in der DEL tätig? Seit 2005. 800 Spiele. Ja. Das verdeutlicht heute mal die Konstellation. Rookies gegen Routiniers. Stefan, auf was kommt's an? Sauber arbeiten, gute Teamabsprache und dass wir das Fleisch nachher schön auf den Punkt haben, dass wir einen knackigen Salat haben und. Das Gesamtpaket ist heute entscheidend, ja? Auf geht's. Dann. Also, ihr wisst, was ihr zu tun habt? Wie ist denn eure Aufteilung hier? Och, wir machen alles so ein bisschen freie Schnauze. Ja. Genau, einer macht Kohl und der andere fängt an mit Paprika zu schneiden. Machst du den Grundkurs? Ich mach den Grundkurs. Wie wir uns jetzt am besten einteilen, nur mal so. Danke, Chef. Alle Messer sind scharf, vorsichtig. Brauchen wir Olivenöl? Ja, ich hab hier. Perfekt. Da müssen wir vorsichtig sein, wir sind ja Sportler. Da sind Löcher drin, läuft alles weg. Ah. Also Spare Ribs, ich zeig's hier einmal. Spare Ribs sind praktisch die Rippen, die wir hier auch haben. Die könnte man uns hier auch wegsägen, ist aber da nicht so lecker. Es gibt Leute, die sitzen 9 Stunden vor ihrem Grill, dass sie so ein Stück Spare Rib rauskriegen. Kann man machen, muss man nicht. Nimmt man hier slow and low geguckt und dann passt das wunderbar. Locker aus dem Handgelenk hier. Wo hast du das her? Ja, ich koche zu Hause viel selber. Ja? Was kochst du am liebsten? Was meine Frau mir sagt, was ich kochen soll. Ja, um ehrlich zu sein, macht sie meist eigentlich alles und ich darf da immer nur die Schnibbelarbeiten machen. Deshalb, aber guck, quasi, was darf da kommt's her. So, hier im Forschungslabor, was haben wir? Das wird der Coleslaw. Schmeckt wie ein Löffel Essig, ne? Geil, danke nochmal. Danke nochmal. Nee, ist super. Also, ist Zucker drin? Zucker ist auch drin. Wird, läuft, geht in die richtige Richtung. Geht in die richtige Richtung. Wie, richtige Richtung? Ich dachte, ist schon richtig. Also, für mich ist das perfekt. Das mit eurer Vorbildfunktion, habe ich mir gerade gedacht. So ohne Handschuhe grillen, machen dann nämlich die Youngsters auch direkt nach. Ja, ja, die haben ja auch noch knabenhafte Haut. Die verbrennt ja dann sofort, aber... Der Anki hat zum Beispiel nur noch in, Hornhaut, er hat nur noch in 4 Fingern Gefühl. Der hat eben auch die Kartoffeln einfach so gewendet. Das hat sie gar nicht aufgehabt. Ach,
Sollten wir die Zange dafür nehmen? Haben wir eine Zange? Ja. Reicht das so oder noch ein bisschen? Es ist ich würde viel mehr würde ich gar nicht machen. Ja. Schon mächtig so. Wenn ihr mal sehen wollt, wie sowas aussehen kann hier, schau. Die wären dann schon soweit, ja? Ja, gut, aber das verbrennt ihr mir auf dem Grill, wenn das hier ganz alleine liegen lässt. Das muss ja auch ein bisschen Timing. Aber die Jungs machen für Alter schon einen ganz guten Job. Ich weiß nicht, ob ich in dem Alter schon so weit war. Hey, ist ja klar, faux pas passiert. Schau das mal an. Oh, das ist ja ein Ölbad. Das ist fast frittiert. Ölbad. Ihr habt mir gedacht, so eine richtige Kartoffelspalte wird da frittiert, oder? Das ist so ein Halbfrittieren. Ist das eingelegt jetzt? Das ist so. Also, dass ich das am Koch erklären muss, das ist eine Halbfritteuse. Da quasi unten wird frittiert und oben wird gebacken. Das vertrau mir, das wird unfassbar. Das ist nicht ganz im Fett, sondern nur richtig, Teil im richtig, Fett. Das wird unfassbar. Dass ich das einem Koch erklären muss? Also, ja. Andi, ihr müsst aber schon auch dran denken, dass ich eure Spiele noch pfeifen muss. Ja, aber bei deiner Leistung sind wir uns so sicher, dass sie wie jedes Mal überragend ist. Da machen wir, also unparteiischer habe ich es noch nie erlebt. Wie die immer den Schiri hier auf ihre Seite ziehen wollen. Ich habe das genau im Blick. Das nenne ich versuchte Beeinflussung. Ja, eine Halbfritteuse. Ja, unten schwimmt es im Fett und oben wird es quasi von der Luft gebacken. Ah, so geht das. Kinderchen, hier ist natürlich jetzt ein bisschen Sud drin, weil das ist in dieser Tüte gegart. Das heißt, das ist wie so ein Aroma-Safe, wenn es gegart wird. Dadurch kann kein Geschmack rausgehen, deshalb ist es richtig gut im Geschmack. Und jetzt packst du es einfach hier so schräg drauf. Und Decke zu, auf geht's. Ja, bisher ist ja nicht schlecht, was wir gemacht haben, ne? Nein, es ist gar nicht schlecht. Tolle Rezepte. Schaut mal, ihr müsst immer den Grill so ein bisschen im Auge haben, wenn er sehr stark raucht, dann passiert hier irgendwas. Das heißt, da muss man immer mal wieder gucken, was hier passiert. Hast du einen Feuerlöscher zur Not? Nein. Nein. Oh, es wird am offenen Feuer gegrillt. Also hier die Kollegen, die machen das so professionell, dass sie den Spieß oben hingelegt haben. Nee, so wir wollen den erstmal, jeder mag ja die Würstchen nicht so labbelig. Ne? Achso, ihr wollt erstmal schöne Kruste erzeugen. Erstmal Kruste und dann oben drauf. Das ist super, Entschuldigung, mein Fehler. Also wir arbeiten jetzt hier bestimmt schon 20 Minuten zusammen und du denkst immer noch, du arbeitest mit Amateuren. Ja, ne? Ja, da muss ich ehrlich sagen, also ich hätte gerne die Rezepte von euch. Okay. Ja, das passiert halt, du musst ein bisschen besser aufpassen, aber du bist ja nur drüben bei den jungen Burschen. Ich muss da ja Essen retten da drüben. Ja. Ja. Hat es da schon gebrannt eigentlich, oder? Nein. Na Gott sei Dank. Müssen wir das eigentlich drehen und dann von der anderen Seite auch? Ja, aber jetzt lassen wir es erstmal so, dass es ein bisschen anziehen kann und dann drehen wir es. Schaut gut aus. Den würde ich auch mal drehen. Hey. Mal gucken. Dann fangt's mal an. Salat abschmecken und anrichten. Kommt auf. Zack. Anrichten. Salat abschmecken, anrichten. Ihr müsst aber aufpassen, dass es nicht schwarz wird, gell, wenn ihr jetzt da steht und euch unterhaltet und den Karotten Namen gebt oder so. Teamwork, jetzt kommt's auf Teamwork an. Dreht euch auch noch, kommen mit an. Oh, gerade so gerettet. Ihr denkt an euren Brotsalat, ihr denkt auch noch dran, dass ein bisschen Wurst drauf muss auf den Teller. Ja, jetzt gell, sind ja die Aufgaben, muss doch dann zack, das habe ich schon gelernt. Ihr habt alles vorbereitet und jetzt muss praktisch mit Kopf angerichtet werden. Das heißt Fleisch, Kartoffeln, Salat. Spieß muss ein bisschen was vom Spieß muss noch drauf. Ja. Probier mal, Schatzi. Kann das was? Ja, mach nicht so viel rein. Es ist hier in den letzten Zügen. Riecht sensationell schon, sieht auch toll aus. Also wir können es kaum erwarten. Zu Tisch, zu Tisch. Wollt ihr uns noch mal kurz erklären, was ihr hier zubereitet habt? Ja, als Vorspeise haben wir den Ciabatta-Paprikasalat und als Hauptgericht haben wir ja, die Ribs mit den Potato Wedges. Dann haben wir hier noch einen Schaschlik-Spieß mit Paprika, Wurst und Zwiebeln und dann hier noch den Coleslaw. Also Vorspeise. Darf ich dir ein Tellerchen reichen? Unbedingt. Herzlichen Dank. An sich gut. Was sagt der Chef? Ich würde im Dressing gerne ein bisschen mehr Säure. Vielleicht ein bisschen Zitronensaft oder sonst irgendwas, das einfach so ein bisschen knallt am Gaumen. So ein bisschen raffinierter, ne? Das fehlt uns ein bisschen. So, jetzt zeigst du uns das mal bitte mit dem Abziehen. Ja, da ist nichts mehr dran. Muss ich ihn umdrehen dazu? So müssen Ribs sein. Einfach den Knochen rausheben. Ah. Ah, merkst du das? Das Fleisch ist super von der Konsistenz. Ja, auch da kam ein bisschen mehr Knall. Es ist tatsächlich alles noch ein bisschen verhalten. Schöner, frischer Salat, ja. Gut. Top. Mitnehmen. Respekt. Junge Dame. Sieht toll aus. Mit viel Liebe schön. Zum Detail. Oha. Iserlohn haben wir auch den Brotsalat. Was meint ihr? Mit Salz.
Es ist halt die kleine Finesse, ne, die man schmeckt. Es sind die Nuancen, genau. Ja. Oder da nach oben. Am Pfosten oder drin? Und knapp daneben, ne, Jungs. Ist halt auch daneben. Die Wedges? Das waren aus der Halbfritteuse jetzt, ja? Genau. Da schmeckt man, ne? Ja. Herrlich. Das trieft schon noch ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen mehr fertig als bei den anderen, ja? Aber mir fehlt noch so, auch so ein bisschen auch? Knall, gell? So ein bisschen Bums einfach mal. Das liegt bestimmt an dem Lack. Ich wollte gerade sagen, der Lack gibt den Bums, ne? Naja. Nein. Ist das Kritik an dir? Nein, 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 das wurde jetzt falsch verstanden. Gut, ich würde sagen, performen sind wir bei minus 17 im Augenblick. Aber mach nur weiter, mach nur weiter. So, Kollegen, so. Futter bei die Fische kommen. Wo fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen drüben an. Brotsalat? Ich gebe da 7. Du 6? Ja. Ich auch 6, du 7. Mhm. Genau, Hauptgang. Hauptgang finde ich, da war das Fleisch ein bisschen besser, war mehr Lack drauf. Das heißt, es hat, ein bisschen Knall gehabt, minimal. Die Wedges auch nicht so fett wie hier. Dafür kaum Salz. 7. Ich bin auch bei der 7 tatsächlich. Aber ich bin da auch bei der 7. So, jetzt hier. Jetzt kommen wir hier rüber. Ich hatte da eine 7. Für mich ist das sehr ähnlich gewesen. Da gibt es keinen großen Unterschied. Ich finde, das 7. fand ich ein also bisschen ich besser. Sie auch, ich finde sie auch. Ein Punkt mehr ist eine 7 für mich bei der Vorspeise. Beim Hauptgericht. Noch was bei der 9 sogar. Ist es natürlich. Boah. Einmal kurz. Mäuschen, ne? Hast das nur mal zusammen, die Gedankengänge sammeln für alle. Deine Gedankengänge, ja. Ja, es geht. 2 Minuten, zack. Danke, Lasse. Ich würde für dieses Gericht eine 7 geben. Mir hat hier das Fleisch ein Ticken besser geschmeckt. Ich bin da bei einer 8. Ich bin auch nur bei einer 7. Das war mir ein klein bisschen zu fett. Fleisch gut, zu wenig Lack. So, jetzt Performance-Punkte. Also. Stefan, du warst natürlich schon der dritte Mann. Ja, bei den Youngstars musste ich so ein bisschen, habe ich so ein bisschen unterstützend eingegriffen und so weiter. Okay. Es war ein Lernprozess, weil wenn du bei den alten Herren dich da reinstellst, da kriegst du ja immer nur drauf. Ich würde vorschlagen, drüben 6. Ne? Genau, drüben eine 6. Und hier muss ich leider sagen, für die Alten, es tut mir echt leid, aber ihr seid bei einer guten 7, wenn nicht sogar bei einer 8. Ich wäre bei der 8. Aber leider musste der Torhüter zurückgerufen werden. Er wurde gerade schon rausgestellt am Ende. Wir müssten von der 8 dann auf die 7 runter. Gut, dann sind wir hier bei der 7, performen und drüben bei der 6. So. The winner is Iserlohn Roosters. Gratuliere, Anki. Klasse Leistung von dir. Hast du toll gemacht, wirklich. Gratuliere. Glückwunsch. Beim nächsten Mal viel Glück. Glückwunsch. Und hier ist sie, die aktuelle Tabelle der Penny DEL Grillmeisterschaft. Nach 3 Duellen bleibt Schwenningen auf Platz 1. Iserlohn sortiert sich auf Platz 3 ein. Die jungen Krefelder sind 4 Punkte besser als Mannheim. Und nächste Woche gibt es dann die Mutter aller Derbys. Am Grill dann Düsseldorf gegen Köln. Wir sehen uns.